Herr Hähnlein, die Katze ist also aus dem Sack sozusagen. Es gibt eine Vereinsgründung, Bündnis Sahra Wagenknecht, die Vorbereitung einer eigenen Partei. Was sagen Sie denn als Linker aus Oberfranken, aus Coburg dazu? Also ich finde es grundsätzlich gut, dass sich hier eine Links-Mitte-Kraft etabliert. Ich werde dort auch einer der ersten Mitglieder sein, mit einigen Genossinnen und Genossen aus Oberfranken. Ich kann hier vielleicht schon ein, zwei Namen nennen. Das wäre erstens der Kreisrat Herbert Müller, der mich begleiten wird, und ebenso unser Stadtverbandsvorsitzender aus Kronach, der Detlef Knoblach. Warum finden Sie das gut? Weil die Linke kein gutes Bild als Partei mehr abgibt und sich ja schon seit längerem in einer Art Abwärtstrend befindet? Also zweites muss ich natürlich zustimmen, die Partei, meine Nochpartei, befindet sich schon seit längerem in einem Abwärtstrend. Das ist aber nicht unbedingt diesem innerparteilichen Zwist geschuldet, sondern ich bin der Meinung, die Linke hat sich immer mehr von ihren Kernthemen verabschiedet. Ich möchte es mal an zwei Beispielen kurz erläutern. Das ist erstens die Friedenspolitik, die ist meiner Meinung nach aufgeweicht worden durch Forderungen von Waffenlieferungen, von Waffenexporten. Da hatten wir noch vor 10 Jahren einen ganz festen Standpunkt. Und zweitens das Thema soziale Gerechtigkeit. Da haben wir auch den Fokus verloren. Wir kümmern uns eher um Randgruppen, die durchaus ihre Berechtigung haben. Ist das durchaus wichtig. Aber ich bin der Meinung, dass das nicht mehr die Kernthemen sind, die die Linke hier vertritt. Und demzufolge haben wir auch Wahlverluste eingefahren in den letzten Jahren. Wir haben in Bayern sind wir jetzt unter den Sonstigen gelistet. In Hessen sind wir aus unserer letzten Landtagsfraktion geflogen. Das ist eine Entwicklung, die ich nicht mehr so mittragen kann. Sie haben gerade gesagt, noch Partei. Das heißt, Sie werden dann aus der Linken austreten und dann irgendwann eine neue von Sahra Wagenknecht gegründete Partei eintreten. Es bleibt Ihnen ja auch nichts anderes übrig, denn ansonsten droht Ihnen ja der Parteiausschluss aus der Linken. Richtig, das ist natürlich, sagen wir mal so, die Torschlusspanik von Herrn Schirdewan, unserem Parteivorsitzenden. Ich werde da natürlich austreten, ebenso meine Kolleginnen und Kollegen, die mit mir gehen. Wir werden jetzt auch hier regional Versammlungen durchführen, wo sich die Bürgerinnen und Bürger dort unser Programm anschauen können. Vielleicht lassen wir dann auch die Sahra zuschalten. Und dann im Januar gibt es meiner Kenntnis nach einen Bundesparteitag. Dort wird dann die Partei gegründet, sozusagen. Also Sie sehen durchaus Zukunft für linke Politik und für linke Themen in Deutschland, auch in Oberfranken und in Coburg. Ja, natürlich. Also die linken Themen sind ja jetzt aktuell nicht besetzt. Sagen wir Thema Freiheit, Thema Meinungsfreiheit, Thema soziale Gerechtigkeit. Wir haben ja in Coburg hier die Probleme zum Beispiel mit Regiomed. Dort haben wir uns als Linke oftmals auch falsch positioniert. In der Gesundheitspolitik, da müssen entsprechende finanzielle Mittel bereitgestellt werden. Die Friedenspolitik ist ein ganz wichtiges Kernthema unserer zukünftigen Partei. Wir wollen eben keine weiteren Kriege finanzieren. Wir wollen keine Waffenlieferungen in Kriegsgebiete. Da haben wir auf jeden Fall einen ganz klaren, eindeutigen Standpunkt. Und wir wollen eine vernünftige Wirtschaftspolitik.